Ja. Unter sich aufgeklärt wegen den Linken, also solchen, die sich nicht von vornherein schon selbst als glühende Verschwörungstheoretiker sehen, steht eine Kritik an Verschwörungsdenken immer öfter auf der Tagesordnung. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen, stellen Verschwörungstheorien doch in ihrer Mischung aus Wahn und Ideologie eine besonders regressive Form der Verklärung der Welt dar, die sich spätestens seit dem 11.09.2001 und begünstigt durch Phänomene wie etwa die anhaltende Finanzkrise in permanentem Aufwind befinden. Problematisch ist allerdings, dass Verschwörungstheorien und ihre Verfechterinnen dabei trotzdem allzu oft nur als eine bizarre Parallelwelt betrachtet werden, über deren Auswüchse man sich köstlich amüsieren kann, deren Gefährlichkeit und Verbreitung auch im eigenen politischen Umfeld aber kaum oder zu wenig wahrgenommen wird. Vielleicht fertig, aber Verschwörungsideologie von Linken reproduziert wird, zeigt beispielhaft eine im Februar von Bremer Autonomen zusammen mit der in dieser Hinsicht als notorisch zu bezeichnenden Piratenpartei organisierte Datenschutzdemo, zu der ausgerechnet mit dem Bild einer die Erde umschlingenden Krake aufgerufen wurde, einem der klassischsten Symbole einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung. Bei solchen Vorstellungen handelt es sich nun beileibe nicht um amüsante Schrullen, sondern um reaktionäre und potenziell gefährliche Ideologie. Um dies zu verdeutlichen, haben wir Martin Wassermann eingeladen, der sich in seinem Blog Reflexion mit der Analyse und Kritik von Verschwörungstheorien und immer wieder auch deren Anschlussfähigkeit an linke Vorstellungen auseinandersetzt. Genau. Also schönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name wurde ja schon genannt, ich bin Martin Wassermann und habe einen Blog, in dem ich mich mit verschwörungsideologischem Denken und dieser Verschwörungsszene der sogenannten Trufer und Infokrieger auseinandersetze. Diesen Vortrag selber, den ich heute Abend halte, habe ich in verschiedene Abschnitte unterteilt. Zum einen werde ich mich mit Verschwörungsideologie, insbesondere in der Verschwörungsszene, auseinandersetzen. Hier geht es also um Aktivistinnen und die Ideologie, die sie antreibt. Ich werde auf die Instrumente des Verschwörungsdenkens eingehen, die halt nicht nur von Verschwörungsideologen, sondern auch von anderen Menschen genutzt wird. Ich werde mich kurz mit Verschwörungsmythen im medialen Mainstream beschäftigen und dann einen ausführlichen Überblick über Verschwörungsmythen in der deutschen Linken liefern. Ganz am Ende folgt dann ein kurzes Fazit. Viele von euch haben sich sicherlich schon mal mit verschiedensten Verschwörungstheorien beschäftigt. Die bekannteste unserer Zeit ist sicherlich die Umdeutung der Ereignisse des 11. September 2001. Hier werden entgegen historischer Fakten dunkle Machenschaften vermutet. Meistens wird hier eine geheime Gruppe konstruiert und diese wird dann für die Anschläge verantwortlich gemacht. Und diese Theorien sind nicht nur Theorien einer ganz kleinen Szene, sondern von denen ist eine wachsende Minderheit in Deutschland überzeugt. Es gibt verschiedene Umfragen und etwa ein Drittel der Menschen in Deutschland glaubt, dass die USA an diesen Anschlägen beteiligt gewesen wäre. In der vergangenen Woche gab es eine Sendung im ZDF, die sich mit Verschwörungstheorien befasst hat. Und das ZDF hat eine Umfrage präsentiert, nach der 38% der unter 40-Jährigen glaubt, dass die USA in die Anschläge des 11. September verwickelt seien. Und viele Menschen glauben eben, dass diese Anschläge durch geheimnisvolle und amerikanische, aber eben manchmal auch israelische Institutionen verübt wurden. Diese Verschwörungspropaganda hat die Szene der sogenannten Trufer und Infokrieger geprägt, die sich einer Wahrheitsbewegung zugehörig fühlen. In Deutschland wird dieses Denken durch einen Anti-Amerikanismus befeuert. Verschwörungsideologisches Denken gibt es aber auch in zahlreichen anderen Fällen. Also da geht es eben nicht nur um den 11. September, sondern da gibt es eben die Theorien, die meisten von euch kennen werden. Also wenn ein Popstar wie Michael Jackson oder Elvis Presley stirbt, gibt es danach entweder die Theorie, dass er überlebt hätte oder dass er von einer geheimnisvollen Institution ermordet worden wäre. Da habe ich mal ein Beispiel rausgesucht, das stammt von der Internetseite Zeitenschrift, die zum verschwörungsideologischen Milieu gehört, und ich zitiere: Michael Jackson habe garantiert, seine ausverkauften 50 Londoner Konzerte als Plattform zu benutzen, um die Welt vor einem bald stattfindenden Massengenozid zu warnen, und sei deswegen ermordet worden. Und auch wie im Falle des 11. September werden hier halt diese geheimnisvollen amerikanischen Institutionen verantwortlich gemacht. In diesem Zusammenhang wird behauptet, es habe sich um Inside-Jobs gehandelt, das heißt eben um Aktionen amerikanischer Institutionen oder noch geheimnisvollerer Organisationen, so die Verschwörungstheorie.
Und diese Konstruktion des sogenannten Inside-Jobs ist nichts Neues, sondern das gehört zu den gängigsten Verschwörungstheorien. Diese Verschwörungstheorien haben wenig mit realen Verabredungen zu tun. Und das würde mich zu einer Frage führen, die ich zunächst beantworten würde, nämlich, was denn eigentlich Verschwörungen sind. Das klingt ja immer ganz geheimnisvoll, ist es aber nicht, denn eine Verschwörung findet dann statt, wenn sich mehrere Menschen verabreden, um ein geheimes Ziel umzusetzen. Eine Verschwörung ist also eine heimliche Verbindung mit dem Zweck, einen Plan auszuführen, der ein selbstsüchtiges, verwerfliches Ziel verfolgt und dessen Umsetzung zum Schaden anderer geschieht oder der die Beseitigung tatsächlicher oder vermeintlicher Missstände anstrebt. Und diese Form der Verschwörung, die mag es auch in der Realität geben. Ein Beispiel wäre die sogenannte Gauleiter-Verschwörung von 1952. Damals hat sich ein Kreis von Nazis um Werner Naumann zusammengefunden. Das war der letzte Staatssekretär im Reichspropagandaministerium Josef Goebbels. Und diese haben in den 50er Jahren, genauer 1952, 53, den Versuch unternommen, die FDP bundesweit zu unterwandern. Sie haben sich also verschworen. Die Mitglieder sind verhaftet worden und in der Wohnung von Karl Friedrich Bornemann ist das Archiv dieser Verschwörung konfisziert worden. In der Öffentlichkeit hat man danach von der Naumann-Affäre oder der Gauleiter-Verschwörung gesprochen. Hier gibt es also so etwas wie eine reale Verschwörung von Menschen, die sich heimlich verbündet haben, um einen bestimmten Plan auszuführen. Und im Unterschied dazu kann man sich ganz klassische Verschwörungsmythen anschauen, die sich davon eindeutig unterscheiden. Und auch da ein Beispiel. Es gibt den Lusitaner Verschwörungsmythos, der stammt aus dem Jahr 1915. Und das ist die ganz klassische Inside-Job-Theorie. Diese findet man zum Beispiel im ersten Zeitgeist-Film, den vielleicht einige von euch gesehen haben. Das ist ein Propagandafilm aus der Verschwörungsszene und stellt einen Klassiker dieser Verschwörungsideologie dar. Er stellt die Behauptung auf, dass die USA einen Angriff auf das Passagierschiff RMS Lusitana bewusst zugelassen hätten, also eine Let-It-Happen-Theorie, oder durch Sprengstoff durchgeführt hätten, eine Make-It-Happen-Theorie. Dieses Passagierschiff ist am 7. Mai 1915 vor der irischen Küste versenkt worden, nämlich durch das deutsche U-Boot U-20. Damals gab es mehr als 1200 Tote. Und auch damals, was ich durchaus interessant finde, existierten sofort verschiedene False-Flag-Theorien. Und diese False-Flag-Theorien, also der angebliche Angriff unter falscher Flagge, existiert seither in verschiedenen Variationen. Der Mythos um den 11. September ist lediglich eine Variation dieser Theorie, nämlich dass die USA diesen Angriff entweder bewusst zugelassen hätten, let it happen, oder selbst inszeniert hätten, make it happen. Beiden Theorien ist gemein, dass sie bestimmte Aussagen ignorieren, also die Aussagen von Zeitzeugen oder von Wissenschaftlerinnen. Im Falle der Lusitana beispielsweise die Erlebnisberichte der Menschen, die auf diesem U-Boot waren und die den Angriff durchgeführt haben. Im Falle des 11. September beispielsweise Telefonate aus den Flugzeugen, die in verschwörungsideologischen Konstruktionen keine Rolle spielen. Um nochmal deutlich zu machen, dass, wenn ich von Verschwörungsmythen spreche, das wenig mit historischen und realen Tatsachen zu tun hat, würde ich gerne eine Internetseite zitieren, die nennt sich Alles Schall und Rauch und ist eine relativ bedeutende Internetseite dieser Verschwörungsszene. Und beschäftigt sich mit diesem Lusitaner-Mythos, beschäftigt sich mit diesem Mythos um dieses Boot, das dann von einem deutschen U-Boot zerstört wurde, bei dem dann 1200 Menschen zu Tode gekommen sind. Und ich zitiere: Offensichtlich hat Winston Churchill als Chef der Admiralität die entsprechenden Befehle gegeben, um die Lusitaner ins Messer laufen zu lassen. Er und sein Mentor, Lord Rothschild, hatten die Befürchtung, die einflussreichste deutsche Kolonie an Immigranten in den USA würde Amerika aus dem Krieg raushalten. Deshalb hat Churchill, ein Freimaurer im 33. Grad, einen Plan ausgeheckt, die Lusitaner zu opfern mitsamt Besatzung und Passagieren. Und dieses Zitat geht dann weiter und beschäftigt sich ganz ausführlich mit den Rothschilds, das war eine Bankiersfamilie, und stellt dann die verschwörungsideologische Behauptung auf, dass diese gigantische Zinsgewinne damit gemacht hätten und so ihr Geldimperium aufgebaut hätten. Und das widerspricht halt sämtlichen historischen Fakten, und vielleicht sieht man auch durch dieses Zitat, dass das, was landläufig als Verschwörungstheorie gelabelt wird, nichts mit Theorie zu tun hat, also einer Theorie, die dann überprüft und verworfen werden kann, sondern dass es sich hier um ahistorische ideologische Konstrukte handelt. Und da ist meiner Meinung nach die Bezeichnung Verschwörungsmythos treffender. Denn ein Mythos bezeichnet eine märchenhafte und emotionale Erzählung, seine Wirkung ist komplexitätsreduzierend
Unüberschaubare Zusammenhänge werden mit Hilfe einfacher Wahrnehmungsschemata in geordnete Strukturen gebracht. Es handelt sich also um geschlossene ideologische Gebilde, und diese geschlossenen ideologischen Gebilde interessieren sich nicht sonderlich für Fakten. Das sind sehr wirkungsmächtige und wahnhafte Konstrukte, und diese Konstrukte stehen häufig in der Tradition der deutschen Ideologie. Die findet man halt eben auch nicht nur in dieser Verschwörungsszene, sondern man findet sie in allen gesellschaftlichen Bereichen. Man findet sie auch innerhalb der politischen Linken. Und das nicht nur in Deutschland. Das hat etwas damit zu tun, dass das auf der einen Seite sehr attraktive Welterklärungsmodelle sind. Denn diese Theorien tauchen immer dann auf, wenn es Katastrophen gibt, die Menschen nur schwer rationalisieren können. Beispiele wären das Erdbeben in Japan, der 11. September, sowie die schon angesprochenen Tode von Popstars. Die Triebkraft sind, glaube ich, allerdings ganz andere Dinge, denn die Tode und Katastrophen sind nur ein Auslöser. Oftmals geht es um einen strukturellen, aber eben auch um einen unverhohlenen Antisemitismus, um eine einfache Weltformel, die die Verhältnisse erklären soll. Denn Verschwörungsdenken meint, eine geheime Gruppe ausgemacht zu haben, die hinter den sichtbaren Ereignissen die Fäden zieht. Sie entwerfen eine hunderte Jahre andauernde Weltverschwörung, mit der werden dann sämtliche Ereignisse umgedeutet. Es handelt sich hier also um eine geschlossene Weltanschauung und letztendlich um Ideologie. Hier werden entgegen historischer Tatsachen und ohne jeden wissenschaftlichen Beweis Verantwortliche für die angebliche Verschwörung benannt. Im Falle des 11. September ist es dann oftmals die Regierung der USA, hinter der wird dann eine geheime Elite verortet, die eine in Anführungszeichen neue Weltordnung umsetzen will. Und diese Ideologie hat nichts mit einer kritischen Auseinandersetzung zu tun. Denn, um das deutlich zu machen, im Falle des 11. September werden beispielsweise Zitate aus dem Zusammenhang gerissen. Es gibt strukturell antisemitische Propaganda, die dann mit dem Namen des Pächters des World Trade Centers, einem Larry Silverstein, arbeitet. Und dort wird die Behauptung aufgestellt, dass dieser das Gebäude gesprengt hätte. Das Ganze wird oftmals durch ein Zitat belegt, in dem Silverstein erzählt, dass eine Entscheidung getroffen wäre, das Gebäude zu verlassen. Das nennt sich dann im Englischen to pull. Und man kann dieses ausführliche Zitat ganz hervorragend aus dem Zusammenhang reißen, und dadurch entsteht dann der Eindruck, Silverstein hätte die Entscheidung befürwortet, das Gebäude zum Einsturz zu bringen, was man im Englischen dann auch to pull nennen kann. Und so werden halt Zitate aus dem Zusammenhang gerissen, und genauso arbeiten Verschwörungsideologen und funktioniert eben auch das Verschwörungsdenken. Oftmals gibt es eine ideologische Nähe zu antisemitischen Theorien, wie die Theorie von der jüdischen Weltverschwörung, die dann für Kommunismus und Kapitalismus verantwortlich gemacht wird. Und auch das kann man sich anhand des 11. September 2001 anschauen. Da existiert ein Mythos über angebliche israelische Geheimagenten, die dort beteiligt gewesen wären. Oftmals wird der israelische Geheimdienst für diese Angriffe verantwortlich gemacht. Oder es wird die Behauptung propagiert, die jüdischen Nützerinnen des World Trade Centers seien der Arbeit ferngeblieben. Also müssten sie im Vorfeld informiert worden sein. Das Ganze geht auf Behauptungen der syrischen Staatszeitung Al-Tawra zurück, und die hat sich damals auf die israelische Tageszeitung Jerusalem Post berufen, hat selber am 15. September dann behauptet, dass 4000 Jüdinnen und Juden nicht zur Arbeit erschienen seien. Und damit wurde die Lüge geboren, Juden hätten irgendwie von den Anschlägen gewusst, seien also auch irgendwie darin verwickelt. Und wenn man sich dann den Artikel der Jerusalem Post anschaut, vom 12. September, in dem tatsächlich die Zahl der 4000 Jüdinnen und Juden vorkommt, wird dann ganz deutlich, dass hier eine antisemitische Ideologie betrieben wird. Denn dieser Artikel hat die Überschrift "Hunderte Israelis bei den Anschlägen vermisst". Im Text ist überhaupt nicht davon die Rede, dass sie den von der Arbeit ferngeblieben sein, sondern es geht halt darum, dass das israelische Außenministerium von 4000 Personen gesprochen hat, die als vermisst bezeichnet wurden. Und genauso arbeitet halt Verschwörungsideologie. Sie nehmen halt eine Zahl, reißen sie aus dem Zusammenhang und bauen darauf ihre, in diesem Fall, antisemitischen Verschwörungsmythos auf. Ganz offensiv wird das in Deutschland von dieser Verschwörungsszene propagiert, das heißt dem Milieu der selbsternannten, in Anführungszeichen, Truther und Infokrieger oder sogenannter Wahrheitsbewegten. Das sind Verschwörungsaktivisten, die sich halt dieser Sache verschrieben haben. Gemeint sind hier beispielsweise Menschen, die in Infonetzwerken zusammengeschlossen sind und die sich einer Wahrheitsbewegung zugehörig fühlen. Diesen Menschen geht es nicht nur um eine Umdeutung der historischen Ereignisse des 11. September, sondern auch um viele weitere Verschwörungsmythen, denen sie verfallen sind,
So zum Beispiel der Chemtrail-Glaube, den ich ganz kurz exemplarisch herausgreifen möchte. Dieser Glaube geht davon aus, dass den Kondensstreifen von Flugzeugen bestimmte Mittelchen untergemischt werden, mit denen die Bevölkerung reduziert oder kontrolliert werden soll. Und von diesen Aktivistinnen gibt es gar nicht so wenige, denn wenn man sich anschaut, dass diese Verschwörungsszene Demonstrationen, die man auch als Aufmärsche bezeichnen könnte, und Kongresse organisiert, sieht man schon eine beträchtliche Zahl von Menschen, die diesem Glauben verfallen sind. Ich glaube, dass diese Menschen auch einem Wahn verfallen sind. Sie reproduzieren Verschwörungsmythen und die Ideologie der Vordenker, also die Ideologie von Verschwörungsideologen. Das sind Personen, die dieses Milieu, aber eben auch andere Menschen, die sich dafür interessieren, mit Machwerken versorgen, die neue Verschwörungsmythen schaffen. Viele von ihnen betreiben Internetseiten, auf denen aktuelle Ereignisse verschwörungsideologisch verklärt werden. Und da gibt es hunderte von Internetseiten, auf denen dann der ein oder andere Verschwörungsmythos zu finden ist. Viele von euch kennen vielleicht die Seite infokrieg.tv. Das ist ein deutscher Ableger der Internetseite infowars.com und die wird von einem Alex Jones betrieben. Und hier werden dann halt ja sämtliche Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen, die es so gibt, propagiert, wie zum Beispiel, dass die Morde des nationalsozialistischen Untergrunds oder der Terror des andersbärigen Breivik von geheimnisvollen Institutionen inszeniert worden wäre. Es gibt halt verschiedene Verschwörungsideologen. Alex Jones habe ich schon benannt. Das ist ein amerikanischer Radiomoderator, der dort durchaus bekannt ist. Der hat mehrere Filme produziert und propagiert dort Verschwörungsideologie. Diese Filme befassen sich vor allen Dingen mit dem 11. September 2001. Jones macht hier eben jene geheime Elite aus, die angeblich an jener geheimen neuen Weltordnung arbeitet. Und er wendet das auf sämtliche Terroranschläge der vergangenen Jahrzehnte an. Ich habe halt ja gerade schon die Morde des nationalsozialistischen Untergrundes und den Terror des andersbärigen Breivik umgedeutet. Er nimmt halt einen Terroranschlag und baut darauf seine Verschwörungsideologie auf. Und die geht dann halt eben immer davon aus, dass geheime Institutionen dafür verantwortlich sind. Dieser Alex Jones ist auch in Deutschland durchaus beliebt und ich glaube, das hat halt Gründe. Zum einen führt er einen Entlastungsdiskurs, also indem er zum Beispiel die Nazitäter des NSU freispricht, aber er propagiert auch andere Theorien. Eine besagt, dass die NPD vom britischen Geheimdienst gegründet und gesteuert werden würde. Und das würden sie machen, um die in Anführungszeichen patriotischen Deutschen zu diskreditieren. Es handelt sich also eine Form des Entlastungsdiskurses und dieser Entlastungsdiskurs wird dann immer dann geführt, wenn es rassistische und Nazimorde gibt. Ein weiteres Beispiel wäre Peter Joseph und sein Zeitgeist-Movement. Diesen Film habe ich ja bereits erwähnt. Das ist diese Zeitgeist-Filmreihe. Und auch in diesem Film wird ein Entlastungsdiskurs geführt. Zum Beispiel werden im ersten Teil die USA für sämtliche Weltkriege verantwortlich gemacht. Es gibt dort einen bildlichen Geschichtsrevisionismus, der dergestalt ist, dass Bilder aus Auschwitz mit Bildern aus Vietnam aneinandergereiht werden. Auch hier wird eine geheime Verschwörung konstruiert, eine Verschwörung der in Anführungszeichen Mächtigen. Das sind Anzugmänner, die hinter dem Vorhang stehen. Und das ist eben nicht nur eine Filmreihe, sondern es gibt halt auch eine Bewegung, das nennt sich das Zeitgeist-Movement. Und das ist ein ganz gutes Beispiel für Organisierungsversuche innerhalb dieser Verschwörungsszene. Denn das Zeitgeist-Movement hat sich massiv an den Occupy-Aktionen beteiligt und das bis zur Dominanz in bestimmten Städten, beispielsweise in Zürich. Und das dritte Beispiel für einen Verschwörungsideologen wäre David Icke. Der war in den 80er Jahren englischer Pressesprecher der Grünen, hat sich danach für den Sohn Gottes gehalten und hat daraufhin einen Verschwörungsmythos konstruiert. Icke behauptet, dass außerirdische Reptilien in Menschengestalt die Menschheit versklavt hätten und diese mit bestimmten Mitteln beherrschen würden. Er behauptet, dass es dann einen geheimen Herrscher gibt, der nennt sich Pinder und der würde mit verschiedenen Mitgliedern von Königshäusern Nachwuchs, also Echsen-Nachwuchs für diese globale Verschwörung zeugen. Und das Ganze würde dann durch die, in Anführungszeichen, Arier bekämpft werden, denen zumal der Holocaust angehängt worden wäre. Und das klingt alles wahnsinnig verrückt und vielleicht ist man auch geneigt, da zunächst drüber zu lachen, wenn man sich anschaut, dass zu Icke's Vorträgen mehrere tausend Menschen kommen, zum Beispiel 2011 1000 Menschen in der bayerischen Kleinstadt Immenstadt und zu seinem Vortrag 2006 in London mehr als 5000 Teilnehmerinnen, wird vielleicht deutlich, dass das durchaus gefährlich ist. Denn Icke reproduziert die Reptiliendarstellung von Jüdinnen und Juden, die gab es halt im christlichen Antisemitismus, die als Echsen gezeigt
worden sind, übernimmt diese Darstellung und modernisiert diese antisemitische Theorie. Und er ist auch ein Beispiel vielleicht für den wahnhaften Charakter, dem Verschwörungsfans, aber auch ihre Ideologen verfallen sind. Und diesen drei Beispielen ist gemein, dass sie ein geschlossenes System der Weltverklärung propagieren. Alle Ereignisse werden auf die angebliche Existenz dieser großen Verschwörung zurückgeführt. Das lässt sich dann eben an den Beispielen festmachen, die ich schon benannt habe, den 11. September, aber eher auch verschiedene Erdbeben, die Morde des Anders Behring Breivik und den Morde des nationalsozialistischen Untergrunds. Sie alle werden verschwörungsideologisch gedeutet und zu einem Job geheimer Institutionen gemacht und oftmals werden dann in diesem Zusammenhang amerikanische oder israelische Institutionen verantwortlich gemacht. Ein Beispiel wäre dann auch Japan, da gab es ja ein Erdbeben am 11.03.2011 und wenn man sich an diesem Tag ein bisschen auf diesen Verschwörungs-Internetseiten bewegt hat, wurde relativ deutlich, dass es da auch nicht um irgendwie Empathie mit den Opfern oder um eine Auseinandersetzung mit den Ereignissen geht, denn diese wurden zunächst geleugnet, es gab verschwörungsideologische Internetseiten, die dann von Truthern und Infokriegern betrieben werden. Da war dann von einem angeblichen Erdbeben, von Tsunami-Stories, die ihren Ursprung in bestimmten Filmstudios hätten und die Rede. Und dort wurde diese Katastrophe zunächst als reine Erfindung von Behörden, Medien und Politikern bezeichnet. Andere Verschwörungsideologen haben dann danach diese Naturkatastrophe bestätigt, haben dann aber wieder ganz bestimmte Urheber ausgemacht. Und das waren natürlich wieder geheimnisvolle Institutionen der USA, die angeblich dafür verantwortlich wären, die mit einer geheimnisvollen Erdbebenwaffe dieses Erdbeben ausgelöst haben sollen. Das Gleiche gibt es dann eben auch beim nationalsozialistischen Untergrund. Also auch dort werden amerikanische oder israelische Institutionen verantwortlich gemacht. Das wird am radikalsten im Verschwörungsmilieu betrieben, dieser Szene der Infokrieger und Truther. Und denen, die arbeiten an der Verklärung der Realität. Und vielleicht kennt ihr ja die einschlägigen Internetseiten. Und wenn man sich das anschaut, könnte man glauben, dass es sich nur um ein Internetphänomen handelt. Dem ist nicht der Fall, sondern es gibt verschiedene Zeitschriften und Magazine, wie das Kompaktmagazin des Querfrontlers Jürgen Elsässer oder die COP-Informationen, die eine ideologische Unterfütterung bieten. Und wenn man sich anschaut, dass der COP-Verlag mit einem geschätzten Jahresumsatz von ca. 800 Millionen Euro gute Geschäfte macht und das verschwörungsideologische Angebot im Internet ergänzt wird, vielleicht relativ deutlich, dass halt diese Ideologie durchaus angenommen und gewollt wird. Dieser COP-Verlag, den ich erwähnt habe, dort gibt es halt verschiedenste Bücher zu esoterischen und verschwörungsideologischen Themen. Dort schreiben Verschwörungsideologen, aber auch rechte Antifeministinnen wie Eva Herrmann. Und das Verlagsprogramm, wenn man sich das anschaut, ich zitiere, liest sich wie ein Who's Who der deutschen Verschwörungsliteratur, darunter einige mit Nähe zu rechten und esoterischem Gedankengut. Das schreibt keine Antifa-Gruppe, sondern ein Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik. Also das ist schon relativ eindeutig, dass es hier auch um ganz rechte Ideologie geht. Diese Verschwörungsszene selber wird halt zunehmend offensiver. Es gibt Demonstrationen. Am 10. September haben etwa 500 Menschen in Karlsruhe demonstriert und sie haben sich ganz massiv an der Occupy-Bewegung beteiligt. Ich glaube auch, dass diese Menschen der Occupy-Bewegung einen eigenen Stempel aufgedrückt haben. Die ersten Occupy-Demonstrationen in Hamburg wurden beispielsweise vom dem Zeitgeist-Movement organisiert, das ich schon benannt habe. In Berlin und in Frankfurt sind bis heute Verschwörungsaktivistinnen beteiligt. Und diese Band, die Bandbreite, eine verschwörungsideologische Band, hat mit ihrem Lied »Was ist los in diesem Land?« dieser Bewegung den Soundtrack geliefert. Das hängt damit zusammen, dass Verschwörungsdenken eben nicht nur das Denken innerhalb dieser Truther- und Infokrieger-Szene ist, wo das am radikalsten propagiert wird, sondern dass das durchaus gesellschaftliche Massen erreicht. Das ist ein Beispiel, die schon von mir erwähnte ZDF-Umfrage, aber eben auch die Stärke der Occupy-Bewegung, die mit der Theorie der 99%, der 1% gegenübergestellt wurden, die für alles vermeintlich oder tatsächlich Unrecht verantwortlich gemacht wird, eigentlich relativ deutlich verschwörungsideologisches Denken propagiert hat. Das Ganze hat mich zufällig an Theorien des Verschwörungsmilieus erinnert, weil dieses Verschwörungsmilieu daran massiv beteiligt war. Verschwörungsmythen gibt es eben in allen gesellschaftlichen Bereichen. Sie finden sich auch innerhalb von politischen Parteien, die gemeinhin der politischen Linken zugerechnet werden. Und sie finden sich auch innerhalb von Organisationen, die sich eigentlich mit ganz anderen Dingen befassen und von denen man das nicht unbedingt erwarten würde.
Und da wäre ein Beispiel die Tierschutzpartei, die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz. Die fordert nämlich eine Neuuntersuchung der Ereignisse des 11. September 2001 in New York und hat mehrere Pressemitteilungen zu diesem Thema verfasst. Und das sind halt keine Prüfer und Infokrieger, sondern esoterische Tierschützer, die sich für diese Thematik begeistern. Und man kann sich auch anschauen, dass sich verschiedenste Verschwörungsmythen, zum Beispiel zum 11. September 2001, auch in größeren Medien finden lassen. Zum Beispiel hat Focus Money regelmäßig Schwerpunkte zu diesem Thema und inhaltlich bewegt sich das Ganze dann irgendwo zwischen unkritischer Auseinandersetzung und offener Werbung für diese Verschwörungsmythen. Im vergangenen Jahr gab es eine ARD-Sendung, nämlich Titel, Thesen, Temperamente, die ja regelmäßig ausgestrahlt wird. Und diese ARD-Sendung geriet zur unverhohlenen Werbung für den Verschwörungsideologen Matthias Bröckers. Dieser hat mehrere Bücher zum 11. September 2001 verfasst. Bröckers wurde in der Sendung als, in Anführungszeichen, streitbarer Publizist aus Deutschland beschrieben. Er wurde als Tabubrecher inszeniert, der lediglich unangenehme Fragen stellen würde. Und genau das Gleiche ist dann wenige Wochen später in der Sat.1-Sendung Kerner geschehen. Also Verschwörungsmythen, auch wenn sie am radikalsten von dieser Szene der Truther und Infokrieger propagiert werden, findet man durchaus auch in diesem gesellschaftlichen Mainstream. Und das hat meiner Meinung nach was damit zu tun, dass es Verschwörungsmythen Eingang auch in die Popkultur gefunden haben. Es gibt eben spielerische popkulturelle Auseinandersetzungen. Also alle von euch kennen sicherlich die Serie Akte X oder die Serie Lost. Und in diesen Serien existieren mächtige Verschwörungen, die in der Realität natürlich so nicht existent sind. Es gibt allerdings auch Anhängerinnen solcher Serien, die den Versuch unternehmen, die Serientheorie in die ganz reale Welt zu übertragen. Also es gibt eine Internetseite, die nennt sich die wahren X-Akten und die beschäftigt sich damit, die Geschehnisse der Serie auf die Realität zu übertragen. Und das ist erstmal nichts Schlimmes, denn es gibt halt einen spielerischen Umgang mit der Realität in derartigen Serien und auch in vielen Spielfilmen, einen fast märchenhaften Umgang, der von einer geheimnisvollen Verschwörung ausgeht. Und Verschwörungsideologen übernehmen diese Bilder und übertragen sie auf die Realität. Und das zeigt auch ein Beispiel, das ich bereits erwähnt habe, nämlich der Reptiloiden-Ideologe David Icke. Der sagt von sich selber, dass er durch die Science-Fiction-Serie Wie geprägt wurde. Und auch in dieser Serie gibt es, und Icke hat einfach großzügig geklaut bei dieser Serie, eine geheime Reptilienverschwörung von Außerirdischen, die sich eben Menschengestalt gegeben haben, um diese Menschheit als Futter zu gebrauchen. Icke nennt das selber eine, in Anführungszeichen, interessante Mischung von Fiktion und Realität. Und Icke-Fans sprechen von einer Serie für Eingeweihte. Und das nur als Beispiele, also dass sich die Theorien und Ideologien, die es in der Prüfer- und Infokrieger-Szene gibt, eben auch ganz großzügig an popkulturellen Auseinandersetzungen bedient. Was Verschwörungsideologen ganz grundsätzlich machen oder was Verschwörungsideologie ganz grundsätzlich macht, ist, dass sie sich ein Instrument aus der Kriminalistik nehmen. Nämlich, sie schauen sich ein Ereignis an und fragen cui bono, das heißt, wem nützt es? Und das ist das maßgebliche Instrument vieler Verschwörungsideologen. Und stellt die Behauptung auf, wenn jemand aus den Geschehnissen Profit schlägt, dann hätte dieser jemand bestimmt auch etwas damit zu tun, dass die Geschehnisse überhaupt erst eingetreten sind. Also im Falle des 11. September wird die auch schon antiamerikanische Behauptung aufgestellt, weil die USA aus diesen Geschehnissen Profit geschlagen hätten, dann müssten sie auch etwas damit zu tun haben. Das wird immer, wenn man so diese Frage, wem nützt es, benutzt, wird das immer zu Fehlschlüssen führen, da selbst wenn ein Interesse vorhanden sei, also ein eventuelles Interesse vorhanden ist und ein Ereignis da ist, kann man nicht auf einen Zusammenhang schließen, das ist halt einfach Blödsinn, wird aber von Verschwörungsideologen ganz genauso betrieben. Und viel wichtiger in diesem Zusammenhang ist, dass die Frage immer ideologisch beantwortet wird. Wenn ich jetzt ganz zynisch sein wollte und mir dieses von mir schon erwähnte Erdbeben in Japan angucke und frage, wie nützt es, könnte ich behaupten, dass vom GAU in Fukushima und vom GAU in Chernobyl vor allen Dingen die Partei die Grünen profitiert hätte. Und nun käme niemand auf die Idee, und das auch durchaus verständlicherweise, diese Partei für den GAU verantwortlich zu machen. Aber es gibt Verschwörungsideologen, wie zum Beispiel den Oldenburger Chemtrail-Theoretiker Werner Altnickel, der eine geheimnisvolle Erdbebenwaffe der USA für die Störfälle und Erdbeben verantwortlich macht. Und um das dann damit vielleicht deutlich zu machen, Triebkraft von Verschwörungsmythen
ist hier in Deutschland vor allen Dingen ein Anti-Amerikanismus, der in den USA alles Böse und Schlechte verortet und der diese daher für Erdbeben oder vermeintliche Attentate verantwortlich macht. Und dieses Denken gibt es auch in der Linken. Es gibt eine Gruppe, die nennt sich Arbeiterfotografie und die behauptet, ich zitiere, dass der Ex-Finanzminister Japans auf die Frage, warum er die Kontrolle über die finanziellen Reserven Japans einer Handvoll amerikanischer Oligarchen übergeben hat, geantwortet habe, ihm sei mit einem Erdbeben gedroht worden. Also das zu dieser Frage, wie nützt es, dass halt jede Verschwörungsideologie, jeder Verschwörungsideologe benutzt. Und was Verschwörungsideologie ganz grundsätzlich auch benutzt, ist eben eine Zentralsteuerungstheorie. Die geht davon aus, dass nicht nur historische Ereignisse, sondern die gesamten gesellschaftlichen Abläufe zentral gesteuert werden würden. Hier wird dann eine zentrale Gruppe konstruiert und diese Gruppe wird für sämtliche Ereignisse verantwortlich gemacht. Also zum Beispiel in Anführungszeichen Bilderberger oder Freimaurer oder Illuminaten. Es können aber auch Bankiers, Politiker und andere Charaktermasken des Kapitalismus sein. Und oftmals wird, wie vielleicht auch durch mein Eingangszitat ein bisschen das deutlich geworden ist, mit antisemitischen Chiffren gearbeitet. Und am bekanntesten ist halt eben jene Rothschild-Chiffre, die ich zu Eingangs erwähnt habe. Grundsätzlich glaube ich, dass Verschwörungsmythen so erfolgreich sind, weil sie denjenigen, die ihnen verfallen, eine äußerst einfache Sicht auf die Welt bieten. Auf der einen Seite existieren Eliten, die dann oftmals in Geheimbünden organisiert ist. Auf der anderen Seite existieren ganz wenige, die das durchschaut haben. Und die Massen, die sind halt dumm und eine Verfügungsmasse. Sie sind im Jargon der Verschwörungsideologie zu sprechen, Schafe, die gehalten werden. Denn Verschwörungsideologie und Verschwörungsideologen nutzen bestimmte Bildnisse. Das Bildnis der Schafe für die Masse, die halt keine Ahnung hat. Das Bildnis der Puppenspieler, die hinter den nicht sichtbaren Ereignissen die Fäden ziehen, um ebenso geheime Pläne umzusetzen. Und dieses Bildnis findet man eben nicht nur, also da vielleicht am offensichtlichsten in verschiedensten Verschwörungsfilmen, sondern eben auch, um ein Beispiel wieder aufzugreifen, innerhalb der Occupy-Bewegung. Es gab in Berlin einen Karneval der Empörten, der hat am 11.11.2011 stattgefunden und dort wurde dann die Idee ausgegeben, dass sich Leute als Sklaven und Leute, die Marionettenspieler und Marionetten machen, verkleiden sollten. Das haben sie dann auch umgesetzt. Es gab halt Schafe, die an Fäden gehangen haben. Es gab ein Oberschaf, das war eine Frau, oder eine Obermarionette, das war eine Frau mit einer Merkel-Maske. Und es gab den Puppenspieler, das war ein, in Anführungszeichen, Euro-Imperator. Und dieser Euro-Imperator war in eine SS-ähnliche Kleidung gesteckt worden und trug statt einer Hakenkreuzbinde ein Euro-Zeichen. Ein weiteres Bildnis, das habe ich auch schon erwähnt, sind diese Männer hinter dem Vorhang. Das findet man beispielsweise in den Zeitgeistfilmen. Der dritte Teil dieser Propagandareihe, die durchaus erfolgreich ist, endet mit anzugträgenden Männern hinter dem Vorhang, die der Polizei per Telefonanruf befehlen, gegen diejenigen vorzugehen, die in Besitz der Wahrheit sind. Mit derartigen Bildnissen ist ganz grundsätzlich gemeint, dass hier eine Sicht der Welt auf die Welt entworfen wird, die den Großteil der Menschen als Verfügungsmasse ausklammert, die eben Eliten konstruiert und die historische Ereignisse umdeutet. Denn was Verschwörungsideologie auch ganz grundsätzlich macht, sind eben nicht nur Ereignisse wie den 11. September, sondern auch den Zweiten oder den Ersten Weltkrieg umzudeuten. Da mein Beispiel zu beginnen mit dem Lusitaner Verschwörungsmythos. Verschwörungsmythen selber gibt es nicht erst seit gestern oder vorgestern und auch erst nicht mit dem Aufkommen kapitalistischer Verhältnisse, sondern seit Hunderten von Jahren. Gläubige Christen haben Jüdinnen und Juden für den Tod ihres Messias verantwortlich gemacht. Der christliche Antisemitismus ist voller Motive, die sich auch heute in heutigen Verschwörungsmythen finden lassen. Könige glaubten an Verschwörungen, mit denen ihr Sturz herbeigeführt werden sollte. Die Hexenverfolgung machte eine geheime Frauenverschwörung aus. Ein Unglück war geschehen, man identifizierte einen greifbaren Sündenbock, dem man dann den Prozess machte. Und diese Geschehnisse gehören eher zum damaligen christlichen Glauben. Für bestimmte Ereignisse ist der Teufel persönlich oder deren Handlanger verantwortlich gemacht worden. Erst mit dem Aufkommen der kapitalistischen Produktionsweise erlebten verschwörungsideologische Verklärungen der Realität einen ganz ungehemmten Aufschwung. Und ich glaube, dass das da auch daran liegt, weil damit ganz einfache Erklärungsansätze geboten werden, mit denen man halt die kapitalistische Ökonomie verklären kann. Also das liefert keine Erklärung, aber man kann statt des gesamten kapitalistischen Systems vereinzelte Eliten verantwortlich machen. Und
Womit das auch noch zu tun hat, ist, hat halt historische Gründe, denn das, was dann durch bürgerliche Revolutionen geschehen ist, war oftmals nicht erklärbar für bestimmte Menschen, also wurden Geheimbünde für diese verantwortlich gemacht. Im Falle der Französischen Revolution wurde beispielsweise der Illuminatenorden für diese revolutionären Gärungen verantwortlich gemacht. Und diese Theorie gibt es im Übrigen dann auch bis heute, also dass revolutionäre Prozesse beispielsweise im arabischen Raum dann auf das geheimnisvolle Wirken von Geheimbünden oder Geheimdiensten zurückgeführt werden. Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts existiert außerdem das Bild des politischen Verschwörers von links. Dieser ist international vernetzt, so die Theorie, und würde überall Werte wie in Anführungszeichen Vaterland, Glaube und Familie unterminieren. Und er würde versuchen, Revolutionen anzuzetteln. Ich glaube, das Ganze ist fester Bestandteil eines antikommunistischen Diskurses geworden und das gibt es eben auch bis heute. Diese Mythen, die damals entstanden sind und die bis heute existieren, standen damals den Ideen der Aufklärung entgegen und gingen mit zahlreichen anderen irrationalen und esoterischen Bewegungen einher, in deren derartige Mythen immanent waren. Leo Trotzki hat dann in den 30er Jahren dazu geschrieben, dass nicht nur in den Bauernhäusern, sondern auch in den Wolkenkratzern der Städte neben dem 20. Jahrhundert heute noch das 10. oder 13. lebt. Hunderte Millionen Menschen benutzen den elektrischen Strom, ohne aufzuhören, an die magische Kraft von Gesten und Beschwörungen zu glauben. Und ergänzen müsste man dieses Zitat eben, dass hunderte Millionen Menschen an bestimmte verschwörungsideologische Konstrukte glauben. Trotzki hat sich eher mit esoterischen Gebilden in diesem Zusammenhang beschäftigt und beiden ist allerdings vieles gemein, nämlich die irrationale und unwissenschaftliche Sicht auf die Welt. Und bei dieser Weltsicht, die es halt in esoterischen Gebilden, aber eben auch in verschwörungsideologischen Gebilden gibt, wird gegen wissenschaftliche Wahrheiten argumentiert. Und man kann sich anschauen, dass dann halt auch verschiedene Esoteriker, wie der Begründer der Waldorfschulen, ein Herr namens Rudolf Steiner, nicht nur esoterische Propaganda betrieben hat, sondern das Ganze durch eine verschwörungsideologische Weltsicht ergänzte. Steiner hat in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gelebt und er hat beispielsweise behauptet, dass der Erste Weltkrieg durch die in Anführungszeichen englische Freimaurerei, und hinter der hat er dann Jüdinnen und Juden verortet, verantwortlich sei. Er hat halt Freimaurer, im Endeffekt aber Jüdinnen und Juden für den Ersten Weltkrieg verantwortlich gemacht. Und derartige Erklärungsmodelle erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit, eben nicht nur in diesem verschwörungsideologischen, sondern auch in dem esoterischen Milieu, das dadurch geeint ist, dass sie also durch eine unwissenschaftliche Sicht auf die Welt geeint ist. Was im 20. Jahrhundert dann vielleicht noch zur Konstruktion von Verschwörungsideologien dazukommt, ist ein Antisemitismus, der immer auch eine Raserei gegen die unverstandenen kapitalistischen Verhältnisse war. Und dieser Antisemitismus hat ein ganz zentrales Element jeder Verschwörungsideologie aufgegriffen. Auch dieser Antisemitismus spricht von einer geheimen, weltweit agierenden Verschwörung. Diese Verschwörung wird für alles Ungemach verantwortlich gemacht. Eben im Falle des Antisemitismus die angebliche, in Anführungszeichen, jüdische Weltverschwörung. Letztendlich sind Jüdinnen und Juden aber sowohl für den unverstandenen Kapitalismus in seiner weltweiten Dimension, aber auch für die ebenso unverstandene, in Anführungszeichen, Arbeiterbewegung verantwortlich gemacht worden. Das Bild des Unterwanderers, der international vernetzt ist und überall Werte wie in Anführungszeichen Vaterland, Glaube und Familie unterminiert und versucht, Revolutionen anzuzetteln, wurde also auf Jüdinnen und Juden übertragen, die dafür verantwortlich sein sollen. Und das ist in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts richtig populär geworden. Damals gab es halt verschwörungsideologische Großkonstruktionen. So behauptete Erich Ludendorff, der ehemalige Generalhauptquartiersmeister des kaiserlichen Heeres, dass es eine angeblich jesuitisch-freimaurerisch-jüdische Weltverschwörung gebe. Und man findet diese Verschwörungsmythen in verschiedensten Publikationen der damaligen Rechten, in den Protokollen der Weisen von Zion. Man findet sie in Adolf Hitlers Mein Kampf. Und dieser Mythos von der jüdischen Weltverschwörung wird auch bis heute noch propagiert, natürlich irgendwie in der Nazi-Szene und auch in einer ganz radikalen Form. Und in einer abgeschwächten Form findet man den eben auch in dieser Szene der Trufer und Infokrieger, die dann von den Rothschild spricht, also eine Chiffre einfach benutzt, um eigentlich genau die gleichen Theorien zu propagieren. Hitler hat das dann natürlich auch genutzt und seine Anhängerinnen. Hitler hat den Zweiten Weltkrieg zum Beispiel dergestalt gedeutet, dass er gesagt hat, der Mann, der es gemixt hat, ist Churchill, hinter ihm das Judentum, das sich seiner bedient. Und auch hier
gibt es diese verschwörungsideologische Konstruktion, die sehr ähnlich ist zu der, die ich ganz zu Beginn zitiert hatte, wo es um die Lusitaner ging. Auch da war von Churchill die Rede und hinter ihm würden halt die Rothschilds stehen. Vielleicht wird das Wort Judentum innerhalb dieser Szene nicht so offensiv bedient, aber es wird eben von den Rothschilds gesprochen, um eine Chiffre zu nutzen. Und das ist eine ganz spezifische Form der Verschwörungsideologie, die gibt es in zahlreichen Ländern, aber eben auch vor allen Dingen in Deutschland. Und die ist nach 1945 einfach aktualisiert worden, indem zum Beispiel dann Chiffren wie die Chiffre der Rothschilds bedient werden. Und das Ganze findet man nicht nur auf irgendwelchen Internetseiten, sondern eben in den Filmen, die die Klassiker der modernen Verschwörungsideologie sind. Zum Beispiel taucht dieses Motiv im ersten Zeitgeistfilm auf. Aber es wird auch von anderen Verschwörungsideologen verwendet. Zum Beispiel von dem von mir erwähnten Alex Stones oder diesem Exengläubigen David Icke. Den Ursprung hat das Ganze natürlich in den Protokollen der Weisen von Zion, aber auch in dem Hetzfilm Der ewige Jude, der den Holocaust propagandistisch begleitet hat. Dort heißt es, ich zitiere, das Haus Rothschild ist nur ein Beispiel für die Taktik der Juden, das Netz ihres finanziellen Einflusses über die arbeitende Menschheit zu spannen. Und genau diese Konstrukte, die es halt innerhalb von nationalsozialistischer Propaganda gegeben hat, gibt es in abgeschwächter Form auch innerhalb der Truth- und Infokriegerszene. Und dafür einige Beispiele. Innerhalb dieser Szene wird Helmut Kohl oftmals als Henoch Kohn bezeichnet. Und auch hier handelt es sich um antisemitische Verschwörungsideologie, deren unangenehmen Politikerinnen, Jüdinnen und Juden verortet. Ein weiteres Beispiel ist der in der Veranstaltungseinladung erwähnte Neuschwabenland-Mythos. Auch hier handelt es sich um ein verschwörungsideologisches Konstrukt. Und dieses Konstrukt wurde maßgeblich durch den chilenischen Nationalsozialisten Miguel Serrano geschaffen. Es findet sich aber auch auf Internetseiten der Truth- und Infokriegerszene. Serrano, der von 1917 bis 2009 gelebt hat, behauptete, dass, ich zitiere, geheime Obere benutzen Adolf Hitler im Kampf des Lichts gegen die Finsternis. Die Arier stammen ursprünglich nicht von der Erde. Ihre Vorfahren sind weiße Götter, die bei der schwarzen Sonne lebten, die vielleicht sogar in einer anderen Dimension liegt. Adolf Hitler ist nicht tot, er lebt und kämpft im Innern der Erde, dessen Eingang in der Antarktis ist. Inzwischen ist er vielleicht sogar per UFO im Weltall verschwunden. Und hier hat man es auch wieder mit dieser Mischung zu tun, aus auf der einen Seite verschwörungsideologischem Denken und auf der anderen Seite ganz eindeutig esoterischen Konstrukten von ewigem Leben, von Göttern, die bei der schwarzen Sonne lebten, etc. Es gibt dann halt eben die Behauptung, dass diese, ich nenne sie jetzt Antarktis-Nazis, geheime Reichsflugscheiben nutzen. Das wird von Verschwörungsideologen aufgegriffen und diese Verschwörungsideologen erklären damit beispielsweise das UFO-Phänomen. Mit diesen Nazi-UFOs würde der Zweite Weltkrieg fortgeführt werden, bis sie dann eines Tages erscheinen, um die Deutschen zu befreien. Und das ist ein Beispiel für eine ganz besonders deutsche, esoterische und wahnhafte Form der Verschwörungsideologie, die es auch bis heute gibt. In Berlin und in anderen Städten gibt es regelmäßige Treffen dieser Gläubigen, die halt diesem Mythos verfallen sind. Viel verbreiteter ist allerdings die Behauptung, dass das Deutsche Reich noch lebt. Dieses ist halt eine Behauptung, die es innerhalb des Verschwörungsmilieus gibt, insbesondere im Spektrum der sogenannten Reichsbürger. Die gehen davon aus, dass das Deutsche Reich noch existent sei, aber eben durch die Alliierten handlungsunfähig gemacht worden wäre. Und solche Theorien findet man nicht nur auf irgendwelchen Nazi-Seiten, sondern zum Beispiel im Forum der verschwörungsideologischen Internetseite infokrieg.tv. Also da gibt es ganz eindeutige Überschneidungen. Wiederum andere Verschwörungsideologen schauen sich den Personalausweis an und sehen dann, dass da als Staatsangehörigkeit Deutsch steht. Und dann behaupten sie, das kann ja gar nicht sein, weil da müsste ja Deutschland stehen. Und deswegen, so die ziemlich wirre Theorie, behaupten sie, dass die Bundesrepublik in Wirklichkeit gar nicht existieren würde. Diese Theorie geht dann noch weiter, führt dann zu einer, in Anführungszeichen, BRD-GmbH der Alliierten, die halt, so wird dann die Behauptung aufgestellt, dass die BRD lediglich eine Firma sei und wir seien alle Angestellte dieser Firma, die Gewinne würden den Alliierten dann zukommen. Und diese Theorie gibt es nicht nur in der verschwörungsideologischen Szene, sondern die ist halt durchaus weit verbreitet, das zeigt ein Beispiel aus Bremerhaven, ich zitiere, zum Thema BRD GmbH, da weiß ich wenig, aber beim Betrachten des Personalausweises fragt man sich schon, wessen Personal man ist. Und das Ganze
stammt nicht von einem NPD-Kader oder von irgendeinem Rechtspopulisten, sondern von Jörg Schwalbach, der Stadtverordneter der Linkspartei in Bremerhaven. Verschwörungsmythen gehen eben ganz grundsätzlich auch mit einer geschichtsrevisionistischen Weltsicht einher. Es handelt sich hier um eine revisionistische Verklärung der Vergangenheit, die durchaus beliebt ist. Hier werden historische Ereignisse nicht nur des Zweiten Weltkriegs umgedeutet. Ein Beispiel an dieser Stelle, das ich dann noch gerne benennen würde, ist der sogenannte Pearl Harbor Mythos. Dieser besagt, dass die USA den Angriff auf ihre Flotte nur hingenommen hätten, um die damalige Friedensbewegung zu schwächen und um in den Zweiten Weltkrieg einzugreifen. Das ist ein ganz klassisches Verschwörungsmotiv und auch das findet man in den aktuellen Propagandafilmen der Verschwörungsszene, zum Beispiel im ersten Zeitgeistfilm. Und das findet man auch in vielen Liedern von sogenannten Verschwörungsrappern, die die Szene mit Musik bedienen. Und auf diese Art und Weise wird natürlich ganz eindeutig die Kriegsschuld umgeläutet, denn statt Japan sind dann in letzter Konsequenz die USA für ihr Eingreifen in den Zweiten Weltkrieg verantwortlich. Ich zitiere mal aus einem Lied: Ein anderes Unterfangen, das war ziemlich makaber, eigene Leute geopfert im Massaker von Pearl Harbor. Ja, ja, die bösen Japaner, die euch nur dabei halfen, endlich mit in den Zweiten Weltkrieg einzugreifen. Und das Ganze stammt von einer Band, die nennt sich Die Bandbreite, aus ihrem Lied selbst gemacht. Und die betreibt halt eben jenen Geschichtsrevisionismus, der halt in der Verschwörungsszene en vogue ist. Und was vielleicht auch noch erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist, ist die ganz typische Aneinanderreihung, die man halt in der Verschwörungsszene findet. Und auch diese Aneinanderreihung ist im Kern revisionistisch, weil sie den NS-Terror verharmlost. Der geht wie folgt: Man reiht halt Adolf Hitler bzw. den Nationalsozialismus aneinander mit Geschehnissen, die dann, historischen Geschehnissen, die dann in Israel geschehen sind. Adolf Hitler hat schon 1933 damit angefangen und zündete unter falscher Flagge den Reichstag an. Es war damals während des Sechstagekrieges, israelische Mirage 3 attackierten die US Liberty, nennt die Band die Bandbreite. Also betreibt halt eben jene geschichtsrevisionistische Ideologie, die es in dieser Verschwörungsszene ganz massiv gibt. Und jetzt habe ich sie ja auch erwähnt, diese Band. Das ist eine Band, die auf jeder Truther- und Infokrieger-Veranstaltung zu finden ist, die sich selbst als die nächste Generation des Politpops bezeichnet, der aber, und das finde ich viel interessanter, zumindest zeitweilig der Spagat zwischen sogenannten Truthern und verschiedenen Linken gelungen ist. Diese Band propagiert ein verschwörungsideologisches Weltbild, und ein Dortmunder Antiverbündnis wirft ihr unter anderem, und das meiner Meinung nach auch überhaupt nicht zu Unrecht, verschwörungsideologische, antisemitische, sexistische und NS-relativierende Songtexte vor. Das hat aber zahlreiche Linke überhaupt nicht davon abgehalten, diese Band dann auf ihre Festivals und Veranstaltungen eingeladen, die es unter anderem auf dem linken Liedersommer, dem Festival des politischen Liedes, dem UZ-Pressefest, auf verschiedensten Occupy-Demonstrationen und auf Veranstaltungen der Linkspartei aufgetreten. Diese Band wird auch in verschiedenen linken Zeitschriften und Zeitungen gelobt. Als Beispiel ein Zitat aus der DKP-Zeitung Unsere Zeit: Diese Jungs sind einfach zu gut. Und die treten eben nicht nur auf diesen linken Festivals und Demonstrationen auf, sondern auch auf den Veranstaltungen der Truther und Infokrieger, zum Beispiel auf den Kongressen des Querfrontlers Jürgen Elsässer, aber auch auf esoterischen Veranstaltungen und auf Veranstaltungen mit Kadern der rechtspopulistischen Schweizer Volkspartei. Dann finde ich es ja ganz interessant, sich die Frage zu stellen, warum es so einer Band so ein Spagat zwischen Linken und Truthern auf der einen, zwischen Linken auf der einen und Truthern auf der anderen Seite gelingt. Und ich glaube, das liegt an der Tatsache, dass es innerhalb der, nicht nur der deutschen Linken, aber eben auch der deutschen Linken eine Strömung gibt, die ganz eindeutig auch an der verschwörungsideologischen Verklärung der Welt arbeitet. Das hat historische Ursachen, denn die Geschichte der Linken ist auch eine Geschichte der verschwörungsideologischen Deutung der Realität. Wenn man sich anschaut, dass Lenin in seinem Werk Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus nicht nur eine Imperialismustheorie propagiert hat, sondern eine Imperialismustheorie, die davon ausgeht, dass sich große kapitalistische Monopole gebildet hätten, die nun die Welt beherrschen würden, wird das vielleicht schon mal deutlich. Lenin schrieb: Das Finanzkapital, das in wenigen Händen konzentriert ist, kann schalten und walten und die Gesellschaft durchdringen. Derartiges Denken ist zwar nicht verschwörungsideologisch, bietet aber immerhin Anknüpfungspunkte für verschwörungsideologisches Denken. Dieses theoretische Werk von Lenin ist dann in der Folge weiter radikalisiert worden. Im Gründungsaufruf der Kommunistischen Internationale von 1919 heißt es beispielsweise sehr kämpferisch: Nieder mit der imperialistischen Verschwörung des Kapitals. Dieses Kapital wird als geschlossener, monolithischer Block dargestellt, in dem keine Widersprüche existieren.
Das hat etwas auch mit dem Traditionsmarxismus-Leninismus zu tun, der in keiner Weise in der Lage war, die kapitalistische Gesellschaft in ihrer Totalität zu bestimmen oder gar aufzuheben, sondern der immer mit Personalisierung gearbeitet hat, die eine bestimmte Gruppe für die in Anführungszeichen Spekulation verantwortlich machte, anstatt den Kapitalismus in seiner Gesamtheit als System zu bekämpfen. Und in der Folge dann des real existierenden, in Anführungszeichen, Sozialismus hat es dann auch verschiedene Kartell- oder Agenturtheorien gegeben. Diese gingen so weit, dass zum Beispiel die Machtübergabe an die Nationalsozialisten und der daraus folgende Zweite Weltkrieg nur verschwörungsideologisch gedeutet werden konnte. Ich zitiere Georgi Dimitrov, der ja die klassische Faschismustheorie dann geschaffen hat. Der Faschismus ist die Macht des Finanzkapitals selbst. Und diese Theorie überdeterminiert natürlich die finanzielle Unterstützung durch in Anführungszeichen Kapitalisten und negiert ganz verschiedene, viele verschiedene andere Faktoren, zum Beispiel den Faktor der NS-Massenbewegung und der Unterstützung durch die Deutschen. Und er negiert auch, dass die bürgerliche Demokratie von Weimar eine Demokratie ohne bürgerliche Demokraten war. Stattdessen wird ein weltgeschichtliches Ereignis auf das zielgerichtete, verborgene Wirken einer kleinen Minderheit der Kapitalisten zurückgeführt. Und diese verschiedenen Agententheorien haben sich dann in der Folge innerhalb der Linken auch durchaus großer Beliebtheit erfreut, auch durchaus mit mörderischen Folgen. Verschiedene oppositionelle Kommunisten wurden als in Anführungszeichen Agenten des amerikanischen Imperialismus bezeichnet. Der historische Stalinismus hat dann dieses Denken weiter radikalisiert, zum Beispiel mit der sogenannten in Anführungszeichen Ärzteverschwörung und natürlich mit den großen Schauprozessen. Bei beiden wurde die Existenz einer großen Verschwörung propagiert, die die Sowjetunion abschaffen wollte. Die sogenannte Ärzteverschwörung war dann eine angebliche Verschwörung von Medizinern, vor allen Dingen Medizinern jüdischer Herkunft, um die Führung der Sowjetunion um Josef Stalin auszuschalten. Die Pravda hat damals geschrieben, dass die Mehrheit dieser Terroristengruppe von amerikanischen Geheimdiensten gekauft worden sei. Sie wurden von einer Zweigstelle des amerikanischen Geheimdienstes, einer internationalen jüdisch-bourgeois-nationalistischen Organisation, angeworben. In den Schauprozessen ist dann verschiedenen Kommunisten der Vorwurf gemacht worden, dass sie sich im Bündnis mit Japan oder im nationalsozialistischen Deutschland verschworen hätten, um die Sowjetunion zu einer Kolonie zu machen. Dieses Denken hat es dann auch weiterhin und auch in späteren Jahren gegeben, vielleicht nicht mehr in dieser ganz radikalen Form, aber selbst in der DDR hat es Prozesse gegen Kommunisten gegeben. Der Kommunist Paul Merker, der immerhin Mitglied des Zentralkomitees der SED war, ist dort als in Anführungszeichen zionistischer Agent verurteilt worden. In den 60er Jahren sind Agententheorien aufgegriffen worden und auch dieses verschwörungsideologische Denken, das es sich in der Linken verbreitet hatte. Der Zionismus wurde nicht einfach als schlechtes oder problematisches Programm kritisiert, sondern als weltweite, äußerst mächtige und zitivst böse Verschwörung, schreibt Moshe Postone zu diesem Thema. Und das gab es dann vor allen Dingen innerhalb der K-Gruppen, die sich nach 1968 gebildet haben und die sich auf die historische kommunistische Partei und auf Josef Stalin berufen haben. Die haben Verschwörungsdenken kolportiert und für dieses Verschwörungsdenken, also sie standen einfach in der Tradition der historischen kommunistischen Parteien und ihrer Vordenkerinnen und auch die waren dafür berüchtigt. Das hat dann nicht einfach aufgehört, es hat dann auch keine kritische Auseinandersetzung innerhalb der Linken mit dem Verschwörungsdenken gegeben, sodass das in irgendeiner Form überwunden worden wäre, sondern das gibt es bis heute, besonders in jenen Teilen, die sich nach wie vor unkritisch auf die Sowjetunion oder auf Josef Stalin beziehen. Dafür nur einige Beispiele, die KPD Ost, die gibt eine Zeitung heraus, die nennt sich die Rote Fahne und die schreibt im September 2009, dem deutschen Großkapital und dessen Rüstungsindustrie stand diesmal das jüdische Kapital als Konkurrenz im Wege. Die meinen damit den Zweiten Weltkrieg und deuten dann die Shoah, also die Shoah auf diese Art und Weise, dass da mal eben das in Anführungszeichen jüdische Kapital ausgeschaltet worden wäre. Ein weiteres Beispiel wäre die Zeitschrift Rotfuchs. Die erscheint nach eigenen Angaben in einer Auflage von mehr als 30.000 Exemplaren. Und die behaupten beispielsweise, dass der Terroranschlag auf das World Trade Center doch in Anführungszeichen vermutlich vom eigenen Geheimdienst angeregt wurde und propagiert auch viele weitere Verschwörungstheorien. Zum einen über andere Linke, mit denen man dann nicht einverstanden ist. Das sind oftmals dann, auch wenn das so nicht genannt wird, irgendwie Agenten des irgendeines Geheimdienstes, aber auch Verschwörungsideologien, die es in der Verschwörungsszene gibt. Nämlich zum Beispiel, dass der Präsident John F. Kennedy
in Anführungszeichen, wohl vom eigenen Geheimdienst erschossen worden wäre, weil er, in Anführungszeichen, die Macht der Banken brechen wollte. Und in diesen verschwörungstheoretischen Texten findet man dann auch Chiffren, wie die Chiffre von den Rothschilds und Rockefellers, und man findet einen strukturellen Antisemitismus, der mit diesen Chiffren arbeitet. Denn der Rotfuchs und auch andere Publikationen forten ganz andere, die in Amerika die Macht haben. Ich zitiere, hinter ihnen stehen jene, die Amerika tatsächlich regieren. Sie verfolgen einen diabolischen Plan zur Eroberung der Welt. Und das ist ein ganz verschwörungsideologisches Denken, dem halt einige Linke verfallen sind. Das Gleiche findet man eben auch in verschiedenen linken Zeitungen, wie der Tageszeitung Junge Welt. Nach dem 11. September gab es dann ganz oftmals die Theorie, dass die USA zumindest von den Anschlägen des 11. September gewusst hätten, also die Let It Happen-Theorie. Dort finden sich auch zahlreiche andere verschwörungsideologische Konstruktionen. Die Revolten, die es im arabischen Raum gegeben hat, werden dort oftmals als Geheimdienstaktionen von CIA oder gar Mossad gedeutet. Und dieses Denken führt auch zu faktischen Verbrüderungen. Zum einen mit der Band Die Bandbreite, die dann in der jungen Welt gefeiert wird, aber auch mit verschwörungsideologischen Propagandisten. Am 14. Februar 2012 gibt es beispielsweise ein Interview mit Christoph R. Hörstel, der ist eine Person, die im Verschwörungsmilieu beheimatet ist. Der war Redner auf einem Aufmarsch der Verschwörungsszene am 10. September 2011 in Karlsruhe. Und im Interview mit der Jungen Welt behauptet Hörstel, dass die Revolten in Syrien durch irgendwelche Geheimdienste gesteuert werden würden. Also da ergänzt sich einfach das verschwörungsideologische Denken, das es in Teilen der Linken gibt, mit dem Denken in der Verschwörungsszene. Hörst du selber, und das hätte auch die junge Welt im Übrigen überprüfen können, das hat sie aber nicht interessiert, weil sie, glaube ich, einfach auch diesem Verschwörungsdenken verfallen sind, schreibt unter dem Pseudonym John Lander für den mehr als rechtslastigen Kopfverlag, den ich schon erwähnt habe. Und in dieser Zeitung wird dann halt auch die Bandbreite gelobt, diese hätte den Ansatz des politischen Leads ins Hier und Jetzt überführt, schrieb damals der junge Weltautor Rainer Rupp im Jahr 2010. Auf der einen Seite gibt es also einfach eine mehr als unkritische Übernahme verschwörungsideologischen Denkens. Auf der anderen Seite gibt es in diesem Milieu kaum kritische Auseinandersetzung. Denn wenn sich mit verschwörungsideologischen Konstruktionen befasst wird, soweit sie überhaupt erkannt werden, überwiegt die Verharmlosung. Zum Beispiel, wenn es um Idole der Linken oder um die Einordnung von politischen Bewegungen wie der Occupy-Bewegung geht. Denn das Ganze wird dann, wenn überhaupt anerkannt wird, dass es hier Verschwörungsmythen gibt, wird das als notwendiges Übel auf dem Weg der Politisierung dann beschrieben. Und auch um diesen Umgang nochmal aufzuzeigen, es gibt ja innerhalb der deutschen Linken zumindest Menschen, die sich sehr unkritisch auf Hugo Chavez und diesen Prozess dort beziehen. Und Hugo Chavez ist ein Mensch, der zum Beispiel den Mythos von der angeblichen Erdbebenwaffe propagiert. Der hat das nach den Erdbeben in Haiti im Jahr 2009 ganz offensiv getan. Innerhalb der Linken werden eben oftmals eigene Verschwörungsmythen propagiert. Diese Theorien kommen dann ohne Chiffren, wie in Anführungszeichen Illuminaten, Freimaurer, aus, diese Chiffren, die es in der Szene der Truffer und Infokrieger gibt. Allerdings sind dann die Eigenschaften, die dem in Anführungszeichen Finanzkapital zugewiesen werden, von mehr als frappierender Ähnlichkeit. Denn durch die Personalisierung, die es auch in der Linken gibt, wird eben jene herrschende Elite konstruiert, die angeblich die Geschehnisse zentral steuern würde. Und ich glaube, dass dieses verschwörungsideologische Denken ganz tief in die deutsche, aber auch in die internationale Linke eingedrungen ist und dass dieses Denken mehrheitsfähig ist. Ganz zu Beginn bei der Einleitung war ja von einem glühenden Verschwörungstheoretiker die Rede. Das ist ein Zitat, das stammt von dem Linksparteipolitiker Dieter Dehm, der auch im Bundestag sitzt, der sich selbst so bezeichnet, also als glühender Verschwörungstheoretiker. Und der propagiert auch verschiedene Verschwörungsmythen. Er hat zum Beispiel am 20.03.2009 behauptet, dass die Populisten, dass bei Protesten gegen den Populisten Lafontaine die Protestierenden in Wirklichkeit, ich zitiere, militante Anhänger des israelischen Geheimdienstes Mossad gewesen seien. Und dieser Dieter Dehm ist eben auch ein massiver ideeller und finanzieller Unterstützer dieser Band Die Bandbreite, die ich ja schon erwähnt habe. Und das Ganze lässt sich auch mit dem Blick auf andere Bundestagsabgeordnete feststellen. Es gibt eine Person, die heißt Nimat Mossavat, und der hat die Band, die Bandbreite, auf seinen politischen Aschermittwoch im Jahr 2011 eingeladen
und danach darüber getwittert, dass diese Band richtig klasse gewesen sei. Und eine weitere Person, die man in diesem Zusammenhang einfach nicht verschweigen sollte, ist Inge Höger. Die hat, nachdem der ein anti-israelischer Aktivist in Gaza ermordet wurde, Vittorio Arrigoni hieß der, der wurde das Opfer einer brutalen Entführung durch eine Gruppe fanatischer Salafisten und diese Entführung hat er nicht überlebt. Danach hat Inge Höger, die auch im Bundestag sitzt, verschiedenste Verschwörungsmythen kolportiert. Sie hat dann zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Mussawat eine Pressemitteilung veröffentlicht und ich zitiere daraus: Die Frage, die man sich stellen muss, ist, wer profitiert von diesen furchtbaren Verbrechen? Also auch hier diese Benutztes-Frage, die verschwörungsideologisches Denken einfach ganz grundsätzlich benutzt. Und sie hat das dann auch beantwortet. Sie hat nämlich die Theorie aufgestellt, dass derartige Morde ein Mittel sein könnten, und ich zitiere, um der internationalen Solidaritätsbewegung einen Schlag zu versetzen. Und dann hat sie mit bestimmten Chiffren gearbeitet. Sie hat dann von einer, in Anführungszeichen, Aktion unter falscher Flagge geschrieben. Und da wird das verschwörungsideologische Weltbild komplettiert und ganz eindeutig auch Israel zum Schuldigen gemacht. Und hier handelt es sich eben um diese aktualisierte Darstellung des Zionismus, der immer als wirkungsmächtige und bösartige Verschwörung beschrieben wurde. Und das Ganze gibt es halt nicht irgendwie im vergangenen Jahrhundert und ist auch in keiner Weise überwunden worden, sondern diese Pressemitteilung stammt aus dem letzten Jahr. Das wäre natürlich falsch, jetzt zu sagen, da gibt es ein paar Linksparteiabgeordnete und die sind verschwörungsideologischem Denken verfallen, sondern man findet das auch in ganz vielen anderen Strukturen der linken Szene. Zum Beispiel behauptet die Rote Antifa NRW, das ist ein meiner Meinung nach äußerst reaktionärer und antisemitischer Zusammenschluss. Die kolportieren verschiedene Verschwörungsmythen. In der Ausgabe 9 2011 ihrer Zeitschrift ist der 11. September und auch die Morde des Anders Behring Breivik umgedeutet worden. Und also das hat halt, glaube ich, einfach damit zu tun, dass ein derartiges Denken innerhalb der deutschen Linken mehrheitsfähig ist. Es gibt dann auch verschiedene kleinere Politsekten wie die MLPD, die regelmäßig rund um den Jahrestag des 11. September Artikel und Stellungnahmen veröffentlicht und dann von den bürgerlichen Medien unterstellt, dass sie zur Höchstform auflaufen, die Unwahrheiten über die Hintergründe des 11. September wieder aufzuwehren. Der langjährige Parteivorsitzende dieser Kleinstpartei, der MLPD, hat auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution. Und auch dort wird der 11. September zu diesem, in Anführungszeichen, Inside-Job angedeutet. Ich habe mir dann auch mal angeschaut, auf wen sich dieser Parteivorsitzende beruft. Das ist unter anderem der Holocaust-Leugner Erik Hufschmidt, der verschiedenste Theorien zum 11. September propagiert. Dann gibt es natürlich noch hier eine Gruppe Arbeiterfotografie und die macht das auch in einer äußerst wahnhaften Form, deutet eben jeden 11. September, den 11. September um, stellt aber auch Mythen über geheimnisvolle Erdbebenwaffen auf. Die stellen halt die Frage, ob das Erdbeben am 11.03.2011 in Japan nicht künstlich ausgelöst worden wäre. Und sie stellen die Frage, wer für dieses Verbrechen verantwortlich ist, wer es angeordnet und wer es ausgeführt hat und äußert sich dann äußerst verschwörungsideologisch. Sehr wahrscheinlich bedarf es dafür nur weniger Personen. Und um noch einen letzten Hinweis vielleicht auf verschwörungsideologisches Denken auch innerhalb der Linken zu geben, würde ich auf den Umgang mit Kritikerinnen hinweisen. Also sowohl Verschwörungsideologen als auch verschiedene Linke behaupten dann, dass ihre Kritikerinnen von den gegnerischen Eliten finanziert und bezahlt werden würden. Also der Sänger dieser Band, die Bandbreite, die sich auch immer noch als linke Band bezeichnet, behauptet, dass man sich nur anschauen muss, wer hat einen Nachteil davon, dass wir einen Song über den 11. September gestalten. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, wo diese ganzen Diffamierungen herkommen und wer dafür bezahlt. Und ich bin mittlerweile sehr überzeugt davon, dass dafür bezahlt wird. Und ähnliche Theorien finden sich halt auch in verschiedenen linken Strukturen. Es gibt eine Hasbara-Theorie, das ist ein Verschwörungsmythos, der sich gerade in der linken Szene großer Beliebtheit erfreut. Die geht auf einen ehemaligen Junge Welt-Autor und Verschwörungsideologen zurück, nämlich Jürgen Kain-Kügel, der behauptet, dass der israelische Geheimdienst verschiedene Blogger und Autoren finanzieren würde, damit sie in Anführungszeichen zionistische Propaganda mit Nazi-Methoden betreiben würden. Und er hat auch festgestellt, woher sich diese Blogger rekrutieren, nämlich aus der, ich zitiere, Szene der sogenannten schwulen Kampfblogger, was auch immer das sein soll.
Und dann gibt es Veranstaltungen zu diesem Thema, die dann auch durchaus gut besucht werden, zum Beispiel am 3. Januar 2010 in Berlin. Da hieß diese Veranstaltung dann tatsächlich, wer bezahlt die Antideutschen? Und genau dort wurden dann derartige Theorien propagiert. Und vielleicht zeigen diese Beispiele auch nochmal auf, wie sehr einige Linke diesem verschwörungsideologischen Denken verfallen sind. Auch wenn das nicht das Gleiche ist, was in dieser Truther- und Infokrieger-Szene propagiert wird, gibt es halt eine ganz spezifische Form des verschwörungsideologischen Denkens in der Linken, auch gerade in der deutschen Linken, das in keiner Weise überwunden worden ist. Ich glaube, dass derartige Verschwörungsmythen und diese dahinterstehende Ideologie, egal ob sie nun im Milieu der Truth- und Wahrheitsbewegten propagiert wird oder in der deutschen Linken, vor allen Dingen eines ist, nämlich gefährlich. Denn auf der einen Seite wird ein Entlastungsdiskurs propagiert und dieser Entlastungsdiskurs befreit jedes Individuum von der Verantwortung für die kapitalistischen Verhältnisse und er suggeriert, dass es eine ganz einfache Erklärung gibt, mit der die kapitalistische Realität rationalisiert werden kann. Also die dann konstruierte feindliche Elite, die einfach überwunden werden muss. Es werden also Verantwortliche konstruiert und der Gedanke liegt nahe, dass diese Verantwortlichen in letzter Konsequenz einfach beseitigt werden müssen. Grundsätzlich wird, und das ist egal, ob das nun im Milieu der Truther oder in verschiedenen, also es gibt das, dieses Denken eben auch in linken Organisationen, eine nicht vorhandene herrschende Elite konstruiert und diese nicht vorhandene Elite wird trotz alledem für sämtliche Geschehnisse in der Welt verantwortlich gemacht, die sie dann zentral steuert. Es wird also eine Welt erschaffen, in der Puppenspieler die Fäden ziehen, in der ökonomische Faktoren und individuelle Verantwortung für den Kapitalismus vollkommen ausgeblendet werden. Und dabei werden dann eben verschiedene Ereignisse herangezogen, wie Terroranschläge oder Erdbeben, und diese werden genutzt, um die Pseudobeweisführung anzutreten. Oftmals wird dann in diesem Zusammenhang auf antisemitische Chiffren zurückgegriffen oder es werden eben unverdächtigere Verantwortliche benannt. Und in diesem Zusammenhang wird auch immer ahistorisch und revisionistisch argumentiert, indem dann beispielsweise die USA für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich gemacht werden. Und ich glaube, dass dieses Denken auch deshalb so beliebt ist in Deutschland, weil es hier halt eine Entlastungsfunktion gibt. Die deutschen Täter werden von der Verantwortung befreit und die historische Schuld wird dann in Eliten der USA oder, um noch einen weiteren Verschwörungsmythos aufzugreifen, im jüdischen Hitler verortet. Also es gibt die Verschwörungstheorie, dass die Elite der Nationalsozialisten in Wirklichkeit jüdisch gewesen sei, dass das also ein perfider Plan gewesen wäre, um die Deutschen zu verunglimpfen. Derartige Theorien dienen eben, und das wird vielleicht dadurch auch nochmal deutlich, nicht dazu, den Menschen in die Lage zu versetzen, die Welt zu erkennen und dann vielleicht auch verändern zu wollen, sondern sie schafft ganz im Gegenteil ein Warnsystem, mit dem Menschen nur in die Lage versetzt werden, überall Verschwörungen zu verorten. Und dabei werden dann die Mechanismen des Kapitalismus komplett ausgeblendet. Und jetzt danke ich euch für die Geduld und fürs Zuhören und freue mich über Nachfragen und Debattenbeiträge. Thank you.